Attackst du auch feindlich? Ja, aber du greifst mich nicht an. Die wichtige Frage ist, löst du Alarm aus? Falls ja, muss ich dich leider umlegen. Ja, tust du. Das kann ich leider nicht zulassen. Verdammt. So viel dazu. Wow, die Schrotflinte ist cool. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell schießt. Ich habe einfach nur wild drauf gedrückt. Kann ich sie jetzt ausschalten? Nein. Ach, Mist. Dann gehe ich nicht mal da rein. Ah, hat schon aufgehört. Wunderbar. Die Schrotflinte ist ja cool. Viel besser als die abgesägte, die ich davor hatte. Weil die war relativ langsam, musste immer so ein bisschen nachladen. Türen offen. Hier gibt's ja. Achso, ja, da ist ja gar nichts. Okay, ich war gerade hier und wollte mich in dieses Buch reinhacken. Hier gibt es leider kein Passwort. Aber hier kann ich mich bestimmt reinhacken und das nachschauen. MJ12net, MJ12net. Die MJ12, das waren auch die, die in der Kanalisation in Hell's Kitchen waren. Als ich zum ersten Mal in Hell's Kitchen war. Wow, was sind das denn für Viecher? Mir scheint, die machen hier irgendwelche Genexperimente oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden kann. Netzwerksicherheitssysteme. MJ12 Invader. Okay. Du bist freundlich, ne? Du bist auch freundlich, okay. Wenn ihr mir nichts tut, tue ich euch auch nichts. Surgery, das heißt Chirurgie. Du bist feindlich, du nicht, du auch nicht. Da du mich nicht angreifst, mach dich einfach mal bewusstlos. Ein Datenkurs. Agent der Serie P sind die weit logische Agenten der Serie N. Bla 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 bla. Was? Killswitch? Killswitch? Ist als Selbstzerstörungssequenz direkt in das Nervensystem des Agenten eingebettet. Im Fall einer tödlichen Verletzung wird der Mechanismus aktiviert und der Agent explodiert. Ah, das sind die Roboter und der. Die Navara ist, glaube ich, auch explodiert. Das heißt, die sind wohl eine Weiterentwicklung? Oder bin ich eine Weiterentwicklung von denen? Irgend sowas. Da ist Paul. You won't get far. They've locked the door. Einmal Heilung, bitte. Vielen Dank. Mit dir kann ich nicht quatschen. Mit dir kann ich nicht quatschen. Oh my god. He escaped? Nichts Interessantes. Paul, are you alright? Hey, Bruder. What are they doing to you? I'm like the Russian researcher who contracted his own virus. They want to study the way I die. I hate to interfere with science, but we don't have much time to get you to Tracer Tong. You go first. I'll slip out on my own. Was? You sure? Just take care of yourself, and do me a favor. Check in with Alex when you reach UNATCO level 3. Some of those guys are on our side. All right, but you better make it. I have some business to take care of in Manhattan. See you in Hong Kong. Okay. Back here. Du kommst hier wohl alleine aus. Na dann. Called him and sent to Tracer Tong. Please leave the facility. At least one of you must survive. The code to the exit door is 1125. 1125 schreibe ich mir auch mal auf. 1125. Aber bevor ich rausgehe, würde ich gerne den Komplex komplett erforschen. So, da habe ich gerade geguckt, da war nichts. Da war ich drin. Hier habe ich mich schon komplett umgeguckt. Auf der anderen Seite ist der Ausgang. Das heißt, da will ich jetzt gerade noch nicht hin. Und hier kann ich mal die ganzen Codes ausprobieren, die ich bekommen habe. 1125 wollte ich, ne? 2917. Das ist nicht die Waffenkammer. Schade. Mit nur einem Multitool komme ich da aber auch nicht rein. Was liegt hier? Achso, die Brechstange von vorhin, die ich weggeworfen habe. Die brauche ich genauso wenig wie die Zigaretten oder das Messer. Ah, genau, da wollte ich noch hin.
Da drüben kann ich meine Bioenergie wieder aufladen bei dem Bot. This is the maintenance facility for the security bots. The armory is to the south, on the opposite side of the main chamber. Mhm, da würde ich gerne hin. Grün, rot. Du bist rot. Du bist rot, du musst sterben. Bevor du mich angreifst, greife ich dich an. Hey, du bist grün. Ich tu dir nichts, Junge, ich tu dir nichts. Brauchst nicht weglaufen. Wenn du mich nicht angreifst, tue ich dir nichts. Und der da hätte mich potenziell angegriffen. Das ist praktisch. Was ist das? Scrambler-Granate. Bei denen habe ich schon mal entschieden, dass die ziemlich unnötig sind. Und ich habe... ich wollte gerade sagen, ich habe versprochen, öfter zu speichern. So viel dazu. Da hat jemand direkt auf meinen Kopf gezielt. Die Sau. Der da wohl, hä? Nein! Warum ist die Waffe nicht geladen? Oh mein. Immerhin habe ich mein Präzisionsgewehr wieder. Huiuiuiui. Habe ich gerade tot noch geschossen? Meine. Immerhin weiß ich jetzt, die hier hat relativ viel Munition. Remember the briefing. Und ich sollte mir echt merken, erst zielen, dann schießen. So, hier einmal nachladen bitte. Und wenn ich schon dabei bin, habe ich schon wieder diesen Unsinn hier dabei, den ich nicht brauche. Auch die Gasgranate ist, glaube ich, nicht so praktisch. Ich lasse sie trotzdem mal hier. Nein, ich glaube, meine Nummer 1 war das Präzisionsgewehr. Das war ungefähr, glaube ich, die Reihenfolge. Die Armbrust brauche ich, glaube ich, nicht wirklich. Da sind Bots, okay. Where'd he go? Taking fire here. Wow. Es ist echt praktisch, mehrere Waffen zu haben. Und ich sollte mir angewöhnen, nach einer Begegnung immer alle nachzuladen. Und mein Kopf ist leicht angeschlagen. Genau, auch die Pistole muss nachgeladen werden. Der Kopf ist leicht angeschlagen. Ich hoffe mal, hier gibt es nicht nur diese Bots, die die Energie auffüllen, sondern auch Bots, die mich heilen, also Medibots. Wobei, ich glaube, drüben in der Kommandozentrale war einer. Waffenkammer soll im Süden irgendwo sein, ne? Okay, die schießen mich nicht an. Wahrscheinlich gucken die an die Wand und sehen mich deswegen nicht. Das soll mir recht sein, ey. Keine Lust jetzt noch gegen Bots zu kämpfen. Auch wenn ich EMP-Granaten dabei habe. Da geht's zur Waffenkammer. Da liegt noch ein Multitool. Was liegt hier? Ein bisschen Munition. Oh, da ist TNT. Damit sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Andererseits könnte ich damit natürlich potenziell draufgehen, wenn der Bot fließt. So viel dazu. Ja, ich wollte die Ausrüstung. Da war ich wohl zu gierig. Genau, aufgeladen bin ich. Na gut, dann hole ich mir das mal eben noch schnell. Und spare mir den Spaß mit dem TNT-Block. Was soll das? Was soll das generell? Der ganze Aufwand. Hier, speichern. Tempoerhöhung. Den Fallschaden zu reduzieren. Und schon greift mich der Bot an. Okay, das war nicht die kluge Art, das auszuspielen. Meine Güte. Ich stelle mich gerade mal wieder ein bisschen an. Irgendwie. Es gibt so Phasen, in denen läuft es echt super. Und dann geht es gut voran. Und es gibt Phasen, so wie jetzt. Da geht echt gar nichts. Sieht der mich? Verdammt, der sieht mich. Ich will das Zeug, was da drüben liegt. Ich habe leider nicht den Raketenwerfer. Dafür habe ich ein Messer, das keiner braucht. Ich hätte einen TNT-Block. Ich kann natürlich auch schleichen mit Tempoerhöhung. Multitool.
genau, das Multitool will ich. Und die Munition nehme ich natürlich auch bei der Gelegenheit. Und jetzt schnell. Ah, Moment, da guckt nach. Ah! Mist. Hey! Er guckt nach rechts, das gefällt mir nicht. Ich will, dass er nach links guckt. Dreh dich um. Umdrehen. Wunderbar. So muss das funktionieren. Warum nicht gleich? Mist. Wie kriege ich die kaputt? Ich kann da in Deckung gehen. Ich könnte versuchen, schnell vorbeizulaufen. Ich hätte ja gerne meinen Raketenwerfer wieder zurück. Und ich hoffe, dass in der Waffenkammer ein Raketenwerfer liegt, den ich mir holen kann. Okay. Du scannst. Die Waffenkammer scheint bewacht zu sein. Wobei die Bots nicht die klügsten sind. Ich glaube, das da ist die Waffenkammer. So, was war's? 9905. Was war der Code in die Waffenkammer? 1125. Nee, das ist der Ausgang. Das stand doch hier irgendwo. Chirurgie 00199. Aber der Code für die Waffenkammer war doch 2917. Oder? 2917. Ah, dann habe ich den Jedi falsch aufgeschrieben. Hey, stop right there! Den Jedi habe ich falsch aufgeschrieben. Oder das Spiel hat einen Zahlendreher gemacht. Okay. Uiuiui. Das sieht böse aus. Also weg mit dir. Die Gesundheit sieht böse aus, da der Kopf. 26. Ich will jetzt das Medic. Ist das ein Raketen? Oh, ein Raketenwerfer. Allerdings der von der Sorte einmal benutzbar. Die da würde ich gerne überlisten. Die Kamera. Vielleicht geht es ja von hier aus. Genau, jetzt hat der Alarm aufgehört, wie gesagt, weil. Wobei ich weiß nicht, ob das außen wirklich pausiert wird. Man wird auf jeden Fall ignoriert. Von den Kameras und so, während man da an solchen Terminals oder Computern rummacht. Ich hoffe jetzt mal, dass ich die Kamera von hier oben hier, sieht gut aus, ausschalten kann. Ich brauche keine Stealth-Pistole. Und die abgesägte Schrotflinte will ich ehrlich gesagt auch nicht. Einfach weil die da viel cooler ist. Das da brauche ich auch nicht. Die würde ich gerne behalten. Ist hier eine Kamera? Nein. Raketen, Munition. Armbrust, Schalldämpfer, Reichweite. Nein, den Elektroschocker brauche ich nicht. Die Reichweite. Präzisionsgewehr ist an die ferne Reichweite. Sehr viel. Ja, komm, aufs Präzisionsgewehr. Und den Schalldämpfer auch. Was ist das denn? 9005? Nein, schade. Was ist das denn? Zwei Tools. Ich habe vier Tools. Ich probiere die Codes durch. Was war's? 2971? Nein. 1125? Nein. 0199? Nein. Na dann. Dann will ich meine beiden Tools benutzen. Das ist bestimmt was Tolles da hinten dran. Ich meine, der Code hätte 9005 sein sollen. Plasmagewehr. Das klingt nach etwas, nach ganz nach meinem Geschmack. Boah, ist das groß. Wie mache ich denn da Platz dafür? Am besten so, indem ich da oben Platz mache für das hier. Die Gasgranate und die Armbrust. Ja, ich würde die Armbrust gerne behalten.
Plasma gewinnen. Boah. Das sieht schon böse aus. Ich glaube, die schweren Waffen. Eigentlich will ich lieber den Raketenwerfer, wobei, vielleicht mal mit der Plasmawaffe ja auch schön aufschießen. Das wäre ziemlich cool. Dann würde ich jetzt mal zur Abwechslung. Und die Kameras bitte aus, genau. Die Bots sind deaktiviert und die Kameras sind aus. Ob man mit der Plasmawaffe auch die Türen aufschießen kann, dann würde ich zur Abwechslung tatsächlich die Plasmawaffe behalten, statt mir den Raketenwerfer zu schnappen. Okay, worauf kann ich verzichten? Die brauchen alle verschiedene Munition. Ich glaube, darauf kann ich verzichten, wenn ich die Plasmawaffe habe. Zumal das Teil eh nur einen Schuss hat. Von daher relativ begrenzt Nutzen hat. Ich denke mal, um die Bots auszuschalten, wäre das jetzt ziemlich praktisch gewesen. Ah, da ist der Raketenwerfer wieder. Was haben wir da? Sturmgewehr, Rotflinte. Da schnappe ich mir doch gleich mal die Munition. Fernglas brauche ich nicht. Habe ich davon genug Munition? Nein. Habe ich davon Munition? Ja. Okay, dann gibt es hier noch Zeug. Munition fürs Sturmgewehr. Habe ich mittlerweile voll. Und Sturmgewehr habe ich voll. Nehme ich den Raketenwerfer oder nehme ich den Plasmawerfer? Der Plasmawerfer kann deutlich schneller schießen. Aber um ehrlich zu sein, der Raketenwerfer gefällt mir besser. Einmal nachladen. Ich würde gerne alle Waffen einmal nachladen. Die ganzen Fernkampfwaffen nach vorne tun. Was habe ich hier? Ich habe hier eine Mini-Armbrust. Und was liegt hier? Auch eine Mini-Armbrust. Okay, das macht also keinen Unterschied. Würde ich auch. Der ist außer Gefecht, genau. Ich würde gerne noch einmal außen rumlaufen, gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Bevor ich mich dann endlich auf den Weg nach draußen mache. Gibt's auch nichts. Was ist denn da oben? Kann ich da hoch? Sieht so aus. Was könnte man da hoch? Aha! Achtung, heiß! Damit ist wahrscheinlich dieses Rohr hier gemeint. Ey! Komm ich da hoch? So komme ich da hoch. Einmal speichern. Das sieht aus, als würde es Schaden machen. Da möchte ich schnell durch. Ja, ein bisschen Schaden. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen. TNT. Ich glaube, damit hätte ich die Sicherheitsspots außer Gefecht setzen können. Das ist vermutlich der Weg, den Zwergesel nimmt. Also, schätze ich mal. Das ist auf jeden Fall die vorgesehene Schleichroute. Glaube ich. Ich will mich eigentlich hier nur der Vollständigkeit halber umschauen. Erstens, weil ich gemerkt habe, wenn man sich ein bisschen umschaut, kriegt man auch mehr Erfahrung. Und zweitens, weil hier manchmal auch entsprechende Gegenstände und Ausrüstung umliegen, die ich auch gerne nicht verpassen würde. Aber irgendwie. Da. Das da, sowas habe ich gesucht. Genau das habe ich gesucht. Damit komme ich. Ah, hier oben. Okay. Interessant. Das Licht brauche ich jetzt auch nicht mehr. Letzten Endes habe ich jetzt halt hier die Multitools verschwendet für eine Waffe, die ich nicht brauche. Egal. Was soll's. Zwei Multitools lassen sich wieder auftreiben. Wichtiger wäre mir persönlich jetzt die Heilung. Die Leiter war, glaube ich, hier, ne? Nein. Wo war die Leiter? Nicht da. Da. Okay. Dann bin ich jetzt einmal außenrum. Habe alle dunklen Nischen beleuchtet und kann mir sicher sein, dass es hier nichts mehr gibt, das ich übersehen habe. Allerdings gibt es immer noch diese Bots hier. Den da zum Beispiel. Den möchte ich dann lieber doch ausweichen. Ich kann mich auch hier oben vollladen mit Energie. Jetzt hätte ich gerne noch einen Heilungsspot, um meine Verletzungen zu heilen.
dann würde ich direkt nach draußen gehen, mit Paul mich wieder vereinigen. You're Denton. I thought you were dead. Get out of the way. We have enough to worry about. Trouble with the bots? Of course. Just look. Only one is operational, and they want us to deploy. I know a thing or two about bots. Why don't you give me some security login, and I'll see what I can do. Ha! Good one. You don't exactly blend in, okay? I know that you're the one they caught, and now you're trying to escape. So? You gonna sound the alarm? Maybe we can swing a deal, huh? You want the security login? 500 credits. I also have 7.62mm ammo for 600. Or what about an accuracy weapon mod? 750. Nein. I'll check. Verlockend, aber... Vorbei, ist das der da? Ist das der Code? Dann will ich den nehmen. Dann will I'm ich on den. Your... You're... Okay, we have a deal. Sounds like fun. Ach so, nee, das ist tatsächlich für irgendeinen Computer. Das brauche ich nicht. Ich hätte gerne den Code dafür. 2971. Nein. Habe ich noch zwei Tools übrig? Ich habe 19 Multitools. Woher habe ich bitte 19 Multitools und 18 Striche? Was zur Hölle? Woher habe ich das Zeug? Ich meine, ich werde mich nicht beschweren, aber... Habe ich die alle gefunden? Hier? Warum weiß ich das nicht mehr? So gut. Okay, was gibt's hier? Ach so, das ist ein anderer Zellenblock, oder? Boah, das ist mein Zellenblock. Ach nein, das ist mein Zellenblock. Wie unnötig. Das ist natürlich der Zellenblock. Das Passwort oder den Code dafür habe ich sogar. Wie unnötig. Scientists are not allowed to leave this level. So, jetzt hätte ich noch gerne die Heilung von dem Heilungsbot. Ich bin mir sicher, hier war einer. Ach nein, warte mal, Blödsinn. Das ist die Kommandozentrale. Der Bot war natürlich da, wo Paul war. Nein, Blödsinn. Der Bot war hier. Bei Nanotech, da war ein Bot. Genau, da. Ist doch, da ist einer in der Nähe. So, unterbrechen. Irgendwas Alarm geschlagen. Ist mir egal. Ich habe hier alles durchsucht. Ich habe hier meinen Auftrag erledigt. Paul befreit. Die Daten, die man braucht, um Paul zu retten, geholt. Und damit kann ich mit 0199. Nein? 1125. Okay, ja, war's. Und damit kann ich guten Gewissens hier abhauen. Someone's there. Ach, verdammt. Kaufhalle. Ich brauche kein Messer. Da würde ich mich gerne reinhacken. Ah, dieses blöde Gift. Das ist echt blöd. Und vor allem, wie schnell der einfach ziehen kann, ja? Ich habe meine Waffe schon in der Hand. Und er steht noch gemütlich auf und muss erst seine Waffe ziehen. Ich habe meine Waffe in der Hand, drück sofort ab und er ist trotzdem schneller, obwohl er erst noch ziehen muss. Wahnsinn. Echt, wie schnell die Gegner hier zum Teil echt sind.